in das Spiel reinkommt. Läuferisch von der Beinarbeit wird jetzt nicht sehr viel kommen von Danny Heister. Ich kannte von Aruna, aber wir wissen natürlich auch, dass er das noch viel, viel schneller machen kann. Ja, Einser, Anton Kelbeck, der umgeschlagen ist, soll 2 Punkte machen und Schuhe auf Position 3 punkten. Und mit dem 3-1 möchten sie hier dieses Spiel abschließen. Wo man natürlich dann noch ganz andere Akteure gewohnt ist, von Timo Boll angefangen, von Carlson angefangen, aber sei es Aruna. Ungewohnt lässig, würde ich mal sagen. Ungewohnt, ungewohnt hoch und aufrecht stehend auch. Also allen Ernst. Aber Arno, das ist aber auch für Arndt. Das ist nicht einfach, oder? Ja, das werden wir sehen, aber stimmt schon. Ja, ich kann mich noch an eine Partie vor ein paar Jahren erinnern, wo mal Jan-Uwe Weitz gerne auf YouTube nochmal angucken, aber hier auch der. Wir haben gar nicht so viel jetzt über Spiel geredet, aber ihr seht das alles selber. Das ist. Realistisch. Nein, absolut nicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, ganz ehrlich gesagt, Borussia Düsseldorf hat ja ein bisschen gepokert. Ja, Karlsruhe könnte Doppelspiel. Er hat sich nicht eingespielt. Folgen, wir werden da jetzt gleich sehen. Rufen Filos gegen eben Anton Kelbeck, den besten Spieler der Liga. Wir werden sehen, Kassor gegen. Verloren. Auch in der letztjährigen Bundesliga-Saison beide Spiele in der Vor- und Rückrunde gegen Kelbeck verloren. Jetzt hier ein bisschen noch eine Aufholjagd. Ja, spielt noch einen Ball von hinten. Es wurde nicht unnötig mit der Zeit gespielt hier in dem ersten Einzel. Das kann man schon sagen. Aber auf jeden Fall, das Ding ist durch.